kommen wir zum ultimativen Kleinstadthaus unter den Kleinstadthäusern, denn hier ist jetzt unser Platz 1. Fox Chapel, Pennsylvania. Hier helfen Innendesignerin Leanne und ihr Bruder Steve einer alten Freundin. Jenna, ihr Mann und die zwei Kinder wollen in das Haus der Großeltern ziehen. Doch das bedarf einer Modernisierung. My grandfather built this house in 1953. They raised three boys here. They loved it. Meine Großeltern sind vor 10 Jahren ausgezogen und nichts hat sich verändert. Ich mag Leannes Stil. Sie war schon immer kreativ. Hello, Jenna! Hi! Hi, guys! Welcome! Wow! Ein richtiges Haus. Und? Yes! Ich liebe große Projekte. Seht euch um! Zeigt uns alles. Wie ihr seht, ist alles verwinkelt, weil überall Wandschränke sind. Wir hätten es gerne offener. Mein Großvater war Ingenieur. Er hat gerne Sachen gebaut. Und meine Großmutter liebte die Gegend und wollte nicht wegziehen. Also hat er alles gebaut, was sie wollte. Deshalb gibt es 5 oder 6 Anbauten inklusive Eingangsbereich. Wie würdet ihr euren Stil beschreiben? Wir möchten etwas bürgerlich, unkonventionelles. Elegant, aber richtig gemütlich. Unsere Freunde sollen vorbeikommen, sich wohlfühlen und die Füße hochlegen. Auf keinen Fall förmlich. Also Palm Springs Vibes mit etwas Rock'n'Roll. Das sind unsere Vorschläge für euer Haus. Was ist das? Ist das überhaupt euer Haus? Es sieht völlig anders aus. Beginnen wir mit dem Eingangsbereich. Wir entfernen die Verkleidung der Treppe und machen sie zu einem echten Hingucker. Außerdem werden wir einen Haufen Wandschränke los. Dann wirkt alles gleich offener. Aus dem jetzigen Esszimmer wird die Küche. Denn das ist der schönste Bereich des Hauses mit der besten Aussicht. Ihr bekommt eine wunderbare Kücheninsel und es gibt jede Menge Platz für Geräte und Schränke. Es wird ein wunderschöner, zentraler Raum. Klingt toll. Eure Frühstücksecke bleibt eure Frühstücksecke, aber anders. Wir versetzen die Tür zum Garten an die Stelle, wo sich jetzt die Spüle befindet. Und bauen eine Flügeltür ein. So schaffen wir eine Verbindung nach draußen. An die Stelle der alten Tür würde ich gerne eine Bank in U-Form setzen. Das ist gemütlich und ein perfekter Essplatz. Eine richtig schöne Frühstücksecke. Wir sind schon super gespannt auf das Ergebnis. Bislang habe ich keine besondere Verbindung zu dem Haus. Doch jetzt habe ich die Entwürfe gesehen und weiß, dass sie das Haus zu unserem Zuhause machen werden. Ich kann es kaum erwarten und freue mich riesig, dass es losgeht. Wir sind fertig. Zeit, nach Hause zu kommen. Lasst uns feiern. Willkommen zur Einweihung. Come on in, guys. You guys. This is so cool. This is awesome. Vorher waren hier 4 Schränke und ein großer Spiegel. Das haben wir alles entfernt, die Treppe freigelegt und dieses schöne Geländer angebracht. Das ist toll. Handgefertigt aus Pittsburgh-Stahl. Bereit fürs nächste Zimmer? Das Wohnzimmer. Oh mein Gott! Siehst du das? Allerdings. Ich bin völlig platt. Wunderschön. Und der Kamin. Das war ein alter, schräger Kamin neben einer Wand. Als die Wand weg war, wollten wir seine Schönheit hervorheben. Also haben wir ihn abgerundet und modernisiert. Die Fliesen machen ihn völlig zeitlos. Der Wahnsinn. So cool. Hier drüben haben wir sämtliche Wände rausgerissen. Jetzt ist hier viel Platz für euren Esstisch. Hier war eure alte Küche.
Und da, wo vorher die Spüle war, führt jetzt eine Flügeltür auf eure hintere Terrasse. Wir haben die Tür versetzt, um eine Verbindung zwischen den Sitzbereichen zu schaffen. So nutzt ihr die Terrasse mehr, könnt die Tür offen lassen. Wollt ihr die Küche sehen? Ich sterbe vor Neugier. Ich bin mega glücklich. Wie cool ist das denn? Und die Kücheninsel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es fühlt sich an, als wäre ich hier aufgewachsen. Die Küche steht dir. Der Wahnsinn. Ihr habt euch helle, schlichte Küchenschränke gewünscht. Und ihr wart euch nicht einig, ob ihr dunkle oder helle Arbeitsflächen wollt. Es gibt beides. Und ich finde das Ergebnis großartig. Eine Bar gibt es auch. Die ist super. Echt cool. Einfach toll. Dann wäre da noch der Wintergarten. Der Raum war gelb und sehr altmodisch. Jetzt wirkt er luftig und hell. In einem weißen Raum sehen die Fenster völlig verändert aus. Für den unkonventionellen Touch sorgen die vielen Naturmaterialien. Alles wirkt warm und einladend. Wirklich schön. Die Kinder werden begeistert sein. Mir gefallen die handgemachten Fliesen am besten. Der Boden ist wunderschön. Die Tonfliesen sind toll. Es sind dieselben wie am Kamin. Das war mal der Lieblingsraum meiner Großeltern. Sie haben hier viel Zeit verbracht. Und ich schätze mal, wir werden es genauso machen. Meine Großeltern haben dieses Haus sehr geliebt. Sie haben es gebaut und ihr ganzes Leben hier verbracht. Es bedeutet uns viel, dass wir diese Tradition mit unserer Familie fortsetzen können. Vielleicht gehen wir ja auch nie mehr von hier weg. Offen, luftig, hell. Ich finde, Leanne und Steve haben mal wieder ganze Arbeit geleistet und sind ihrem Stil auch treu geblieben. Ich finde, dass die so eine ganz eigene Handschrift haben. Also absolut. Man würde das sofort Wiedererkennung erkennen. Pur. Und ich liebe dieses Haus. Es ist einfach perfekt. Du nichts würdest, auszusetzen. Ich würde es genau so nehmen, wie es ist. Genau. Hell, genau dein Ding. Was hat dir am allerbesten gefallen? Oh, alles. Wohnzimmer, Küche, Wintergarten, alles perfekt aufeinander gut abgestimmt. Und sogar der Kamin, den hat sie so ein Highlight noch verpasst. Ich mochte auch, dass diese Küche so was Massives hat. Ich mag, wenn so eine Küche einfach total präsent ist. Also das hat mir richtig gut gefallen an der Küche. Was sagst du zum Rest? Also schlicht und trotzdem sagt es, ich bin da. Das Entree war ja schön offen gestaltet. Hast du noch irgendwelche Tipps, worauf man unbedingt achten muss beim Eingangsbereich? Also am besten funktionieren wirklich Spiegel, weil die machen den Raum einfach viel größer, also vom Effekt her. Wir hatten hier ja sehr große Räume. Macht dann auch ein Spiegel Sinn oder wird es dann vielleicht optisch zu groß, der Raum? Kann man machen oder man kann es halt wie bei den beiden Leinwände nehmen und zwar in XXXXL und das macht die Wände auch wieder sehr groß. Verstehe.